Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic oder eher gesagt Gothic 3. Ja, man kann sich immer noch drüber streiten, ob es Gothic oder Gothic heißt. Eigentlich kann man es gar nicht richtig sagen, wie es heißt, denn erstens, es ist ein deutscher Entwickler, also müsste es normalerweise Gothic heißen und nicht Gothic, weil Gothic wird ja Englisch ausgesprochen. Aber ich hatte da mit jemandem schon ein Diskussionsthema, wie es denn nun ausgesprochen wird, und ich möchte das jetzt eigentlich belassen. Und ich nenne es jetzt weiterhin Gothic und nicht Gothic. Und ach, mir ist es Alti Wayne. Hauptsache, es ist ein geniales Spiel und das ist es. So, Siruk. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. 30 muss ich haben, ne? Nur weiter so. Okay, ich bin bei 12. Gut. Nur weiter so. 15. Weiter so. 20. Gut. 25. Gut. 30. Gut so. So, und jetzt können wir schwere Schlösser knacken. Bring mir bei, schwere Schlösser zu knacken. Nice. Verstehe, du willst an die wirklich wertvollen Sachen. Oh ja. Halte den Dietrich nur mit den Fingerspitzen, dann hast du mehr Gefühl. Am Geräusch kannst du erkennen, ob du den Schließmechanismus in die richtige Richtung drückst. Super, dann haben wir Schlösser knacken gelernt, haben noch 4 Lernpunkte übrig, womit wir eigentlich dann mal auf Stärke gehen können, wenn wir denn genug Geld haben, und das haben wir. Denn wir möchten oben unsere Sachen wieder haben. Vom Arena-Kampf ist da noch. Das war ja unerhört. So, zeig mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Nee, hat nichts. Aber wir können jetzt mehrere Sachen machen mit der Fähigkeit hier Schlösser knacken, die wir bekommen haben. Da. Da können wir jetzt einige Sachen mitmachen. Wenn wir den Dietrich hätten. Ja, wo kriegen wir Dietriche her? Ich könnte mir vorstellen, das war Redok. Dietriche herkriegen können. Egal, ich werde erstmal Buffett Bescheid sagen, doch, dass wir hier den Schweinehörten haben. Ich meine, mein Spiel auf der Orkseite und Rebellen. Ich glaube, den kann ich sogar verraten. Einer der Schweinehirte gehört zu den Rebellen. Einer der Schweinehirten gehört zu den Rebellen. Das mag sein, aber ich habe schon genug Probleme. Am besten, du sagst es dem Ork-Anführer Uruk selbst. Natürlich, wenn ich reinkommen würde, würde ich es machen. Komme ich aber momentan nicht. Also kann ich mir das abschminken. Ich brauche Dietriche. Ich weiß, glaube ich, wo. Ich glaube, in Redok. Und ich werde da jetzt mal gucken gehen. Die Sache ist nur, wollen wir uns wirklich mal immer zu Redok hin teleportieren oder wollen wir mal laufen? Ich meine, mal so weit ist das immer nie. Wir können auch einfach mal ein bisschen sprinten. Denn es wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt, dass wir hier auch die Wege nochmal neu ablaufen, um zu gucken, ob wir immer was vergessen haben. Weil ich teleportiere eigentlich ungern. Erstens muss ich euch gestehen, es stürzt immer irgendwie komischerweise ab beim Teleportieren. Zumindest war es beim alten Spielstand so. Ob es hier jetzt ist, weiß ich nicht. Müsste man ausprobieren. Und zweitens ist es so, wir können jetzt hier die Orks platt machen und vielleicht dann diesen Schmied endlich mal mitnehmen. Wir werden sehen. So, ich muss mal kurz. Aber wenn wir die Arena nicht schaffen, dann schaffen wir auch die Orks nicht, oder? So, der hat eine Armbrust. Der hat eine Axt, der hat gar nichts. Warum leckst du jetzt? Egal. So, weg mit der Waffe. So, komm her. Ah, nein. Oh, oh. Lass mich raus. Lass mich raus. Hilfe. Bleib stehen, Mora. Hilfe. So, jetzt könnte ich die vielleicht einzeln anlocken. Okay, dann komm du mal her. Das ist komisch, der kommt hierher gelaufen, nur weil ich hier hinter diesem Teil stehe. Finde ich genial. So, einen haben wir schon mal. Nein, ihr kriegt mich nicht, ihr kleinen Racker.
Aber leck doch nicht, bitte. So. Wir machen das jetzt mal ein bisschen sneaky. Nein, bleib ich nicht. Mach einfach so wenig Schaden mit dem Bogen. Ich brauche unbedingt einen stärkeren. So, jetzt laufen wir wieder ein bisschen. Es ist halt am Anfang recht schwer, weil man da halt auch einem das passende Equip fehlt. Aber er ist hier gerade der einzige Ork. Das ist wunderbar. Das heißt, wir können ihn auch gleich umbringen. Wunderbar. Den haben wir schon mal. Gut. Ja, jetzt kommt der nächste dran. Den da. Bevor der zu seinen Kameraden geht. Schuss! Oh, ich bin Robin Hood. Robin Hood is back. Vielleicht ist ja der namenlose Held wirklich Robin Hood. Weiß man's? Ich glaube nicht. Bleib stehen, Mora. Bleib stehen, Mora. Tot. So, wir können mal speichern. Jetzt sind nämlich nur noch zwei Orks da. Und dann können wir nämlich gleich den Schmied nach Redok mitnehmen. Und haben gleich einen Abwasch gemacht. Wunderbar. So will ich's haben. Okay, den Ork kriegen wir da. Boah, ich bin Robin Hood. Ich sag es doch. Wo hat der denn der eine sein Schwert her? Wo hat der denn das Schwert her, der eine? Habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden, ihr? Das hat er bestimmt aus dem Ärmel gezogen. Headshot. Ah, ich werde der Meisterschütze, ich schwör's. Ich bin Meisterschütze, ich schwör. Ach, nee. Nee, aber ganz ehrlich, mit Bogen macht in Gothic 3 so unglaublich viel Spaß. Mit Einhandschwerter... ja, bedingt. Oh, hier liegt eine Armbrust. Nehmen wir natürlich mit, bring Geld. Oh, Topbock. Natürlich, was ich hier mache, ist sehr pfeilintensiv, denn... es kostet richtig viel, wie ihr seht. Ist nicht mal so ohne. Ich brauche unbedingt deine Perk-Ausdauer des Wolfes. Dass ich doppelt so schnell lange laufen kann, meine ich. Besonders später in der Wüste ist das erforderlich. Zumindest für mich. Denn diese Taktik wird uns in Let's Play sehr lange begleiten. Oh, plus ein bei den Rebellen. Haben wir 9. Wunderbar. Was wollen wir mehr? So, Cliff. Du bist jetzt frei. Du bist jetzt frei. Ich danke dir. Ich dachte schon, ich müsste sterben. Okay. Die Rebellen in Redok brauchen einen Schmied. Die Rebellen in Redok brauchen einen Schmied. Das ist ja wunderbar. Endlich kann ich wieder als Schmied arbeiten. Aber ich weiß doch gar nicht, wo dieses Redok zu finden ist. Ich bring dich zu Javier, dem Anführer in Redok. Ich bring dich zu Javier, dem Anführer in Redok. Vielen Dank, Fremder. Sag Bescheid, wenn es losgeht. Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. Seht ihr, und so hat man den auch nochmal bekommen. Deswegen sagte ich euch ja am Anfang, wenn ihr den Topok zum Zweikampf herausfordert, nehmt ruhig das Gold, denn ihr könnt euch den Sklaven, also den Cliff, eh hinterher mitnehmen. Also von daher. So. Machen wir erstmal hier die Hühner kalt. Oh, schöne Sache. Jetzt muss ich die nur noch looten können. Irgendwie. Zack. Und zack. Bei den Schweinen bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich denke mal, da der zu mir gehört. Ah, da hauen die Schweine ab. Okay. Das ist natürlich nicht gut. Haha, ich habe noch einen erwischt. Ich bin wirklich der Robin Hood. Ohne Scheiß. Nein, das ist jetzt zu angeberisch. Das klingt zu... selbstverliebt. Nein. Ich kann wirklich gut schießen, aber so gut wie Robin Hood, glaube ich nicht. Nee. Obwohl es ein
cooler Vergleich irgendwie war. Da war ein Wolf, na genau. Komm, den holen wir uns mal. Wenn wir hier schon mal sind. Cliff, mach nichts Unüberlegtes. Oh oh. So macht man, das hast du jetzt davon. Das hast du jetzt davon. Sag dem Wolf das, nicht mir. Oh, dann können wir hier nochmal schön looten. Dunkelpilze. Heilpflanze. Ich habe hier oben eben auch noch eine Drachenwurzel gesehen, genau da. Das ist doch schon mal was. Naja. Da ist das Schwein wieder. Ganz... Oh. Muss ich gleich aussammeln im Fall. Ganz hinterhältig in Arsch. Mist. Das war ein bisschen zu tief. Habe ich eben nichts gesehen durch den Baum. Ja, ja. Ausreden, Gulliver. Ausreden. Nee, ist wirklich so. Oh, warte mal. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Gibt natürlich drei Schinkenkeulen. Warum sollte man die denn nicht umbringen wollen? So, Cliff, nun bringe ich dich aber jetzt mal in unser Rebellenlager. Bist doch bestimmt schon ganz neugierig, wie es denn da aussieht. Hatte ich hier schon gelootet? Ja, ne? Ja. Ich brauche Dietriche, Leute. Dietriche. Aber ich glaube, unten der Marlo, der hat, glaube ich, welche. Wenn nicht, müssen wir mal nach Ardea gehen. Ist ja auch hier gleich nebenan, also von daher. No problem. Ah, wir können gleich Bescheid sagen, dass wir die einen Orks vertrieben haben. So, Gelfort. Die Ork-Patrouille vom Bauernhof ist tot. Die Ork-Patrouille vom Bauernhof ist tot. Innos sei Dank. Dieser Trupp hat mir ganz schöne Kopfschmerzen bereitet. Wie du das angestellt hast, will ich gar nicht wissen. Trotzdem, gut gemacht. Hier hast du einen Anteil von unserem Gold, Fredler. Danke, 500. Zeig mir deine Ware. Nice, da kriegen wir vielleicht Stärke ein bisschen höher, damit wir in den Arena-Kämpfen und so wenigstens was ausrichten können. So, okay, der hatte eben keine Dietriche, der Feuermagier wird auch keine haben, dann lass uns gleich mal nach Marlo gucken. Alter, was leckt denn hier jetzt so? Der Marlo. Der ist da oben. Komm runter. Ich warte mal bei Marlo auf dich. Hast du Dietriche? Zeig mir deine Ware. Tatsächlich, ich nehme auch gleich 6 Stück mit. Auf jeden Fall. Yo. Schön. Ach, da kommt er. Der hat echt gewartet, als ich gerade mit dem Handel war. Okay. So, komm mit, Liv. Cliff ist Schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten. Cliff ist Schmied und wird ab jetzt für euch arbeiten. Das hast du gut gemacht, Fremder. Jetzt können wir unseren Waffenvorrat wieder aufstocken. Schön. Wir passen auf. So, ich hätte vielleicht hier vorher mal klauen sollen, denn Cliff, der... Nun ja. Ah, der ist jetzt grün. Vielleicht kann ich das trotzdem noch so machen, dass die nie sehen, dass ich klaue. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich das jetzt mal machen. Denn ich wollte eigentlich schon früher klauen, aber naja, gut, jetzt ist ja auch egal. Aber vorher quatschen wir nochmal mit Cliff und dann gucken wir mal. Oder wollen wir das hier erstmal einsammeln? Oh, das keiner mal sieht. Nein. Okay, so, dann lassen wir erstmal die Truhen dann in Ruhe. Oh. Trank gegen Krankheiten, Gold. Oh, was haben wir denn hier? Lauter Schwerter und so. Schön. Lassen wir alle mitgehen. Oh, nein, nicht zum Hocker. Ich kann das momentan eh gut gebrauchen, denn ich habe eh kaum Gold. Und da ich euch einen Schmied geholt habe, gehe ich mal davon aus, dass ich das verdient habe. So, speichern wir mal. Bin mal gespannt, ob der Cliff mich deswegen anspricht, wegen Diebstahl. Okay, dann können wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter klauen. Hehe.
ganz im Geheim alles geplündert. Wunderbar. So, das reicht aber auch jetzt. Sonst quatschen die, uns verdächtigen die mich gleich als Vielen Dieb. Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm dies hier von mir als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ah, cool, danke. Was hast du zu verkaufen? Zeig mir deine Ware. Schöne Sachen. Du hast 200 Rubinklinge, Langschwert, Klingenbolzen, was wahrscheinlich gar nicht mal verkehrt wäre, Bastardschwert. Ach, nee, erstmal nicht. Oh, gucken wir mal. Habt ihr nicht mitbekommen, dass ich was geklaut habe? Hast du nichts zu tun? Lass dich nicht unterkriegen. Wir passen auf. Lol. Ich dachte, ihr habt mitbekommen, dass ich was geklaut habe. Oder ist das mittlerweile okay, wenn die Leute grün sind? Das verwundert mich gerade. Ach, komm hier. Wenn wir gerade dabei sind, ein bisschen Stärke lernen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Aber nur ein bisschen. Gut. Aha. Was brauchen wir denn für Schildparriere? Dazu bist du noch nicht bereit. Starker Schwertkämpfer, 45 Stärke noch. Okay. Gut. So, das reicht auch jetzt erstmal. Ein bisschen Stärke dazu gewonnen. Denn den Rest werden wir jetzt immer erst in altes Wissen pumpen. Wir wollten ja eigentlich schnelles Lernen machen, damit wir wirklich pro Stufe einen Lernpunkt mehr kriegen können, ne? Da war doch was. Altes Wissen, 3. Ja, das kann ein bisschen dauern, bis wir da angekommen sind. Ein paar Lernpunkte gehen uns da noch durch die Lappen, aber ist besser halt hinterher als nix. So, pass auf. Ach, die hat die auch noch nicht geplündert gehabt, ne? Genau. Super. Schön, dass ihr gerade nicht auf mich achtet. Denn ich will mir die Truhe da einfach heimsen. Oh, Feuerball, Trank, Dietrich, Fackel, Gold. Je mehr Truhen man öffnet von alten und schweren, desto besserer Loot ist drin. Deswegen immer möglichst öffnen. Halt! Ah. Hier sind einige wertvolle Sachen verschwunden. Weißt du etwas darüber? Nein. Nein. Wir beobachten dich. Okay, das ist die erste Verwarnung und dann sollte man auch wirklich nichts mehr klauen. So, in Magie. Bring mir etwas über alte Magie bei. Gut so. Nur weiter so. Gut so. Und dann haben wir schon mal altes Wissen plus 10. Zeig mir deine Ware. Gold, technisch, okay. Ja, goldtechnisch ist... Ja. Ja, kriegen wir hin. Okay, dann würde ich sagen, beende ich die Folge an der Stelle. In der nächsten Folge gucken wir dann mal, was wir machen. Wir haben noch einiges geplant. Wir müssen einiges noch an Quest machen, wie ihr seht. Es bleibt also nichts aus, aber wir kommen ordentlich voran. Dritter Tag, super. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüss.